Wenn einer eine Reise tut. In den Pfingstferien 2023 machten wir uns als Ersttäter auf den Weg, die Herkunftsinsel eines der bekanntesten französischen Feldherren zu erkunden. Richtig, es geht um Napoleon Bonaparte. Er war Korse, noch dazu ein Stolzer. Doch alles der Reihe nach. Unsere Korsika-Erkundung startet in Bastia, der heimlichen Hauptstadt an der Ostküste. Ihr Name leitet sich vom italienischen Begriff für Zitadelle ab. Knapp 50.000 Menschen leben in Bastia, einem der zwei wirtschaftlich wichtigsten Orte auf Korsika. Touristisches Zentrum ist der alte Hafen, wirtschaftliches Zentrum der neue. Dort legen auch die Fähren aus Frankreich und Italien an. Korsika ist eine beliebte Reiseregion für Mopedianer und es gibt viele Empfehlungen, welche Routen, Berge, Schluchten und Gewässer man auf jeden Fall besucht haben muss. Wir können dazu nur sagen, was wir gesehen haben, lohnte sich alles. Sowohl die eher raue Naturlandschaft als auch die kulturellen, religiösen und historischen Orte. Manches davon wird euch in unseren Videos begegnen. Eine der meisten Empfehlungen ist die Runde ums Kap Corse. Wir würden dem zustimmen. Die Ostküste ab Bastia bis zur Nordspitze ist einfach sehenswert und man begegnet unterwegs schon dem ein oder anderen historisch interessanten Gebäude. Dazu aber später mehr. Also machen wir uns auf den Weg. Wir nächtigten südlich von Bastia, was sich im Nachhinein als suboptimal herausstellte, weil wir dann im Frühverkehr durch Bastia mussten. Man kann Bastia direkt auf der D80 nach Norden verlassen. Wer einen Blick über Bastia gewinnen möchte, kann aber auch einer der kleineren Straßen etwas westlich und oberhalb von Bastia wählen, wie wir. Die D31 führt auf kurviger Strecke von Bastia über Ville di Pietra Bugno und San Martino di Lota nach Momo, wo es wieder auf die D80 nach Norden geht. Der Abstecher lohnt sich. Eine kleine Ausbuchtung hinter San Martino di Lota, kurz hinter der Brücke, lädt zu einem kurzen Stopp ein. Dort fällt der Forchi-Wasserfall in kleinen Kaskaden die Berge hinunter ins Meer. Unterhalb der Brücke hat jemand ein kleines Gärtchen eingerichtet. Das hätten wir auch, wenn uns das Stückchen Land gehören würde. In Momo kommen wir wieder auf die D80 und wenden uns in Richtung Norden. Die Straße ist in gutem Zustand, das Meer azurblau bis türkis und der Himmel klar bis später auch leicht bewölkt, so dass man immer mal wieder der heißen Junisonne entkommen kann. Gut, ein paar Grad weniger wären auch nicht schlimm, aber wenigstens kühlt der Fahrtwind an der Küste noch. Wer dieses Video im Winter schaut, um sich auf seinen Korsika-Urlaub vorzubereiten, genießt einfach ein paar Sekunden die Bilder. Überall an der Küste Korsikas verteilt findet man kleinere Türme, die wie Wachtürme aus einer anderen Zeit aussehen. Und tatsächlich sind sie das auch. Korsika hat eine bewegte Geschichte und war nur wenige Jahre unabhängig. Meist gehörte es zur Republik Genua. Eigentlich waren alle historisch relevanten Reiche des Mittelmeerraumes mal hier. Römer, Griechen, Etrusker, Pisaner, Vandalen, Goten, Mauren und so weiter. Aber auch die Engländer von der weit entfernten britischen Insel regierten für 2 Jahre. In der Genueserzeit entstanden diese Türme ab Mitte des 16. Jahrhunderts. Sie dienten zur Verteidigung gegen nordafrikanische muslimische Piraten. Die Türme standen jeweils in Sichtweite, sodass sich die Besatzungen, etwa 30 bis 40 Mann, durch Sichtzeichen verständigen konnten.
Als Bollwerk gegen Überfälle waren diese Türme überraschend erfolgreich. Heute sind sie touristische Highlights, die unterschiedlich gut erhalten sind und an verschiedenen Stellen auch restauriert werden, was man auf Google Fotos gut sehen kann, aber dazu später mehr. Der Turm im Video ist der Tour de l'Osso. Er steht an der D80 zwischen Cisco im Süden und Marine de Porticciolo im Norden. Wir setzen unsere Fahrt fort in Richtung Norden. Immer wieder lädt uns das Küstenpanorama zu kurzen Pausen ein, in denen wir die Aussicht genießen und versuchen, etwas davon für zu Hause einzufangen. Ein kleines Highlight ist das Örtchen Macchinaggio. Wer nicht Offroad fahren will, biegt hier typischerweise nach Westen ab und verlässt die Küste. Allerdings lohnt sich ein kleines Päuschen am Hafen. Mit dem morgens besorgten Salat und unserem Reisebesteck machen wir unser erstes Vespa. So, erste längere Pause, Mittagspause, um genau zu sein, in Macchinaggio, ne? Ja. Am Hafen. Und, was soll man sagen, es ist immer gut, die eigenen Campingstühle irgendwie dabei zu haben, ne? So sitzt man jetzt hier im Hafen. Genüsslich. Die Füße zwar nicht im Wasser, aber immerhin am Wasser. Und macht ein Päuschen. Vom Parkplatz aus sieht man die Inseln Finocchiarola und Aterra. Der Hafen beherbergt kleinere Fischerei- und Sportboote. Jeder freie Platz an der Straße durch den Ort ist entweder mit Ständen oder Restaurants besetzt. An einem Boot im Hafen weht am Mast die korsische Flagge. Sie hat eine eigene Geschichte. Das Bild zeigt einen Mauren, dessen Augen ursprünglich verbunden waren. Als Zeichen der Befreiung und Unabhängigkeit wurde aus dieser Augenbinde ein Stirnband. In welchem Ausmaß das Wappen für die Korsen noch immer in diesem Sinne von Bedeutung ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Aber es gehört zu Korsika dazu und begegnet uns überall wieder. Mit vollem Bauch und nach kleinem Nickerchen geht die Fahrt für uns weiter Richtung Ersa. Kurz vor Ersa biegen wir rechts auf die kleine D253 nach Granacciolo. Unser Ziel sind die Örtchen Barcaccio und Tollare am nördlichsten Zipfel von Korsika. Die D253 ist schmal und führt in vielen Kurven durch hügelige Landschaft bis nach Barcaccio. Nach anfänglicher Waldstrecke hat man nach ein paar Kilometern endlich wieder Aussicht auf das Mittelmeer. Und was für eine! Hallo, wir sind hier jetzt in Barcaccio am fast nördlichsten Ende von Korsika, am Kap Corse. Und es ist sehr, sehr schön hier. Es gibt einen kleinen Hafen und ein paar Einkehrmöglichkeiten, kleine. Und da werden wir uns jetzt einen Cappuccino gönnen oder irgendwas anderes. Genau. Eine Pause machen, bevor wir dann weiterfahren. Und die Aussicht ist echt auch schön. Der Insel und dem Leuchtturm da vorne. Das ist schon echt nett. Während wir eine Kleinigkeit essen, lassen wir euch ein paar Eindrücke von Barcaccio bei etwas Musik. Satt und sitt geht es weiter. Schließlich wollen wir auch noch Tollare sehen. Allerdings müssen wir bereits kurz hinter Barcaccio nochmal eine Pause machen, um etwas von dieser wunderschönen Farbe des Meeres und einen Rundblick der Gegend einzufangen.
Von Tolare haben wir nur die Einfahrtsstraße mitbekommen. Da wir gerade erst eine Pause gemacht hatten und von der Einfahrtsstraße her nicht viel Einladendes zu sehen war, sind wir umgekehrt und weitergefahren. Wer hier geduldiger ist als wir, der kann in Tolare einen restaurierten Genueserturm besichtigen oder in einem der zwei Lokale essen. Unsere Weiterreise führt uns auf der D153 zurück in Richtung Süden. In Ersa geht es zurück auf die D80. Unser nächster Halt ist Port de Kenturi. Am Aussichtspunkt Le Belvedere d'Alissou machen wir noch einmal Pause und genießen die Aussicht auf die kleine Bucht. Kurvig schlängelt sich die Küstenstraße in Richtung Süden. Dass man auf diesen kleinen Straßen auch noch mit Joggern rechnen muss, hätten wir jetzt nicht gedacht. Aufgrund einer Empfehlung, die wir gelesen hatten, machen wir noch einen kleinen Abstecher ins Landesinnere nach Canari. Mitten im Ort steht eine kleine architektonisch und historische Besonderheit. Die Eglise Santa Maria Assunta. Sie wurde im 12. Jahrhundert von den Pisanern im romanischen Stil erbaut. Erst im 18. Jahrhundert wurde sie um die Seitenschiffe erweitert. Eine Besonderheit ist die Verwendung von grünem Schiefer. Leider war die Kirche verschlossen, sodass unsere Besichtigung außen endete. Unter www.canarivillage.com finden sich aber weitere Informationen für Interessierte. Wir verlassen Canari wieder und sind etwas enttäuscht. Gerne hätten wir uns den romanischen Bau auch von innen angeschaut. Allerdings lässt unsere Enttäuschung schnell nach, weil das nächste Highlight schon auf uns wartet. Direkt an der Küstenstraße, in der Nähe der schönen Strände von Albu und Nonza, zwischen den Ortschaften Canel und Nonza, liegt ein stillgelegtes Asbestwerk. Es ist seit 1965 stillgelegt und war eines der größten seiner Art in Europa. Hier wurde Asbest im Tagebau abgebaut. Eine Folge davon ist der Schwarze Strand. Die schwarz-grünen Steine sind gesundheitlich unbedenklich. Allerdings ist die Strömung im Wasser hier nicht zu unterschätzen und daher eher für geübte Schwimmer geeignet. Nachdem wir das Werk eingefangen haben, folgen wir weiter der D80 in Richtung Süden. Kurz vor Albu überquert man noch auf einer abenteuerlichen Behelfsbrücke den Uguado Grande, der je nach Wetter auch einfach mal ein ausgetrocknetes Flussbett sein kann. In Albu steht noch ein restaurierter Genueserturm. Wer bei Google Maps nachschaut, findet noch Fotos vom unrestaurierten Zustand dieses Turmes. Eine tolle Vergleichsmöglichkeit. Nur wenig später passieren wir die schwarzen Strände von Albu und Nonza. Im Sommer machen sich Touristen wie Einheimische einen Spaß daraus, mit weißen Steinen Nachrichten oder Figuren im Sand zu hinterlassen. Einfach mal Nonza und Strand googeln. Ein Beispiel haben wir für euch rausgesucht. Mittlerweile ist es nach 17 Uhr und wir merken, dass wir so langsam müde werden. Die kleinen Bars in Marina di Negro sehen sehr einladend aus, aber wenn wir dort jetzt noch eine Pause machen, kommen wir wohlmöglich nicht mehr aufs Moped zurück. Also winken wir innerlich nur und lassen diese einladende Atmosphäre hinter uns. Zwar genießen wir immer noch die kurvige Straße und die Aussichten aufs Mittelmeer zur rechten und auf die korsischen Berge zur linken, aber so langsam darf der Tag auch zu Ende gehen. In Primonio fahren wir die vorletzte Lieblingsstraßenführung der Franzosen, einen Kreisverkehr, und freuen uns, bald da zu sein.
So gleiten wir die Strandpromenade entlang, bis wir schließlich an unserem Hotel in Saint-Florent angekommen sind. Morgen geht es weiter ins Ascotal. Und obwohl wir uns beim Abendessen schon darauf freuen, freuen wir uns doch auch zuerst auf unser Bett. Wenn ihr Lust auf das Ascotal mit atemberaubender Naturlandschaft habt, dann empfehlen wir Teil 2 dieser Reihe. Wir verabschieden uns nun von euch und wünschen allzeit gute Fahrt. Seid behütet und bleibt unfallfrei.